Tag und herzlich willkommen bei unserer heutigen News-Sendung. Der März war bisher von vielen negativen Nachrichten auf dem Finanzmarkt geprägt, doch die IOTA Foundation hat mit einem überraschenden Blog-Eintrag für positive Aufmerksamkeit gesorgt. In dem Update wird über künftige Login-Lösungen im Web 2 und 3 mit IOTA berichtet. Das neue Login von IOTA verspricht viele Vorteile und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir uns im Internet authentifizieren, zu revolutionieren. In diesem Artikel werden wir uns genauer damit befassen, was das Login von IOTA genau beinhaltet, welche Vorteile es bietet und welche Anwendungsfälle wir dadurch erwarten dürfen. Im Grundsatz soll eine Lösung für ein alltägliches Problem geschaffen werden, das lästige Erinnern und Verwalten von Passwörtern. Immer mehr Unternehmen setzen auf Lösungen, die das Einkaufserlebnis für den Käufer smarter gestalten und sichere Login-Prozesse ermöglichen. Doch bisher ist das Thema Sicherheit ein wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird. Die Lösung von IOTA soll genau hier ansetzen und durch das Konzept der Self-Sovereign Identity, SSI, eine digitale Identität schaffen, die als Personalausweis im Web 2 und 3 dienen soll und unnötige Formulare oder Postident-Verfahren in Zukunft unnötig macht. Die Lösung von IOTA arbeitet dabei mit Vault.id zusammen, um Datenschutzschwächen zu überwinden. Bisher war oft die Lösung verbreitet, viele zentrale Datenbanken zu nutzen, die für Werbung missbraucht und zum Angriffspunkt für Hacker werden können. Das SSI-Konzept soll diese Schwäche beheben und eine dezentrale Anwendung ermöglichen, die sich direkt zwischen Benutzer und App verbindet. Die IOTA Foundation berichtet von ihren Erfahrungen in Regierungsprojekten innerhalb der EU und sieht das Potenzial von SSI zum Standard beim Austausch von Identitätsinformationen und Anmeldeinformationen zu werden. Potenzielle Anwendungsfälle sind das Ausstellen von überprüfbaren Anmeldeinformationen, Beglaubigungen durch Dritte zu verifizieren oder die Erstellung von Wallets zum Speichern und Verwalten von Anmeldeinformationen. Im Prinzip kann jede bestehende Anwendung in jeder Domäne bereits heute die Lösung verwenden und von der ausgearbeiteten Struktur profitieren. Dadurch werden andere Vermittler vermieden und vor allem die Privatsphäre und der Sicherheitsaspekt für den Benutzer erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die IOTA Foundation mit ihrem Login System eine vielversprechende Lösung für eine sichere und dezentralisierte Authentifizierung im Web 2 und Web 3 Raum anbietet. Das System könnte in Zukunft traditionelle Login-Methoden von Unternehmen wie Apple und Google ersetzen. Es bietet Vorteile wie eine höhere Sicherheit und Benutzerkontrolle sowie die Möglichkeit, Drittanbieter-Apps und Dienste ohne die Notwendigkeit von separaten Konten zu nutzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das System entwickelt und welche neuen Anwendungsfälle sich ergeben werden. Um immer auf dem neuesten Stand im Crypto-Space zu bleiben, empfehlen wir Ihnen natürlich, keine News-Sendungen von Safe in Crypto zu verpassen. Lassen Sie uns dazu doch ein Abo da.